Erneut willkommen zurück zu Shivering Isles, meine lieben Freunde. Also sorry nochmal dafür, dass der letzte Part ein bisschen Überlänge bekommen hat. Aber es hat einfach doch länger gedauert als gedacht, das Aquanostrum für Kränkel Clara zu besorgen, weil mich diese Grummets total in die Mangel genommen haben. Da haben sich ja teilweise 3 bis 4 auf einmal auf mich gestützt mit diesen verdammten Mistviechern. Und naja, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, hier wieder zurückzukehren. Aber ich habe Kränkel Clara jetzt eben das Aquanostrum gegeben. Sie hat sich bedankt und sie hat sich auch mit einem magischen Ring bei mir bedankt, den sie mir gegeben hat, nämlich den Saft- und Kraftring. Zeige ich euch hier nochmal. Der hat diese 4 magischen Effekte, ist ganz nett. Und jetzt machen wir natürlich noch mehr Nebenquests. Pro Partner eine Nebenquest ist halt leider ein bisschen doof. Also vielleicht schaffe ich in dem Part ja mehrere. Also zumindest 2 wären ja schön. So, was haben wir denn hier noch? Jähes Erwachen. Genau. Ungor vertraut mir nicht genug, um seinen Schlafplatz mit dem freundlichen Fanrien zu tauschen. Ich muss ihn für die Idee gewinnen. Vielleicht weiß jemand etwas anderes, also jemand anderes etwas, das helfen könnte. Genau, da sucht ja immer noch jemand einen Schlafplatz, aber das ist ja drüben auf der anderen Seite, das ist im Bliss. So, oh, Alter, was für ein Sauwetter ist das denn jetzt? Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Ach ja, mit ihr sollte ich, glaube ich, auch mal sprechen. Das ist nämlich Adjuster. So viel zu sammeln, so wenig Zeit. Vielleicht könnt ihr helfen. Gegen den heraufziehenden Sturm. Okay. Investiere 500 Zentimen, obwohl ich gar nichts verkaufe. Das kapiere ich zwar nicht, aber okay. So, aufkommender Sturm. Was hat's denn damit jetzt bitte auf sich? Es regnet ja eh schon. Es wird passieren. Ich glaube aber, dass es außer mir keiner sehen kann. Und ich werde bereit sein. Oh ja, ich werde bereit sein. Ihr seid paranoid, bereit? Das stimmt. Ich habe Vorräte gebunkert. Lauter Sachen, die ich brauche, um es zu überstehen. Oder um zu überleben, wenn sie kommen. Okay, was sind das für Vorräte? Ich sammle schon seit einiger Zeit Sachen, aber ein paar fehlen noch. Vielleicht könnt ihr sie für mich finden? Ich brauche immer noch das Amulett der Auflösung, den Ring des Verdorrens und natürlich die beruhigende Hose. Ich brauche unbedingt die beruhigende Hose. Bringt sie zu mir und ihr erhaltet eine gute Belohnung. Adjuster hat viele, viele Sachen. So, Quest hinzugefügt, der aufkommende Sturm. So, jetzt frage ich sie hier nochmal kurz. Etwas Großes ist im Anmarsch. Das Ende von allem. Und ich werde bereit sein. Also, na, vielleicht meint sie damit irgendwie mehr oder weniger den Grauen Marsch. So, also die Vorräte nochmal. Sagt mir Bescheid, wenn ihr gefunden habt, was ich brauche. Also, die sagt mir nicht mal, wo ich was finde. Okay, na dann halt nicht. Auf Wiedersehen. So, ja, ja, Wiedersehen, so. Ah, aber seht mal, hier sind ja sogar schon Questfälle, die mir anzeigen, wo ich das finden kann. Und zwar 3 an der Zahl. So. Aber nee, das ist ja jetzt Blödsinn. Das ist ja, das hat damit nichts zu tun, vergesst es wieder. Das ist ja jetzt nicht aktiv, die Quest, sondern das hier. Aber das sind also dann alles Personen, die mir möglicherweise den Schlafplatz überlassen für diesen Fanrien-Typi. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mit denen jetzt wirklich reden kann. So, hier zum Beispiel, das ist Bisha. Der wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Der Segen des Warngotts. So, draußen schlafen. Geht und sprecht mit Ungor. Er redet sowieso ständig davon vorzugehen. Euer Freund kann dort schlafen, wo Ungor jetzt schläft. Bringt ihn dazu, früher zu gehen. Und euer Freund kann früher schlafen. Aber passt auf. Hunde mögen seinen Geruch nicht. Ah, interessant. Na, dann lebt wohl. Auf dann Wiedersehen. Muss das wohl doch dieser Ungor sein. Aber den muss ich halt irgendwie dazu überreden, dass der da auch wirklich jetzt den Schlafplatz irgendwie tauscht. Alter, voll das Gewitter. Hoffentlich holt sich mein Held hier keinen Schnupfen. Hier war doch, glaube ich, noch irgendjemand hier. Hier pennt ja noch einer. Voll hier drin. Das ist Gloroloros. Komischer Name. Wollt ihr einen Stock kaufen? Ich habe hier ganz frische. Nein? Was kann ich dann für euch tun? Bisha der Khajiit? Er liebt Hunde. Hunde mögen Stöcke. Hunde mögen Fleisch. Ob sie wohl Fleisch am Stock mögen? Ich habe einmal gesehen, wie Ushna versucht hat, Bisha etwas Hundefutter zu geben. Ich sagte Bisha, sie soll es nicht nehmen. Ushna wollte nur, dass sein Hund Bisha angreift.
Okay, nee, es geht mir eigentlich um draußen schlafen. Euer Freund kann nicht schlafen, was? Ihr könntet einen meiner Stäbe kaufen. Einen Traumstab, jawohl. Haut ihm den auf den Kopf. Prügelt ihn ins Traumland. Nein? Oh, hier ist eine Idee für euch. Ungor geht uns echt auf die Nerven. Ihr könntet ihn töten oder überzeugen abzuhauen. Stecht ihn ab oder schickt ihn weg, eins von beiden. Ja, weg mit ihm. Dann kann euer Freund draußen in Ungors Bett schlafen. Tja, es führt wohl alles auf dieselbe Art und Weise darauf hinaus. Na dann, danke und leb wohl. Wiedersehen. So, ich muss sowieso rüber nach Bliss. So, ach, hier regnet es auf einmal nicht mehr. Sehr interessant. Okay, so, wo ist denn jetzt dieser Ungor? Ach, da drüben scheinbar. Oder da, jetzt ist die Frage. Ich glaube, der eine ist Fanrin, der andere ist dieser Ungor. Mal gucken. Ich glaube, Ungor war auch so ein kleiner Waldelf, ne? So ein Glatzkopf. Hallo? Jemand da? Ah, na, das ist jetzt hier, das ist Fanrien, okay. Aber der wird mir gar nicht angezeigt. Nee, wo ist denn da hinten noch jemand? Hallo? Hier muss irgendjemand schlafen. Ach, hier! Nee, das ist Fimion, das ist wieder jemand anderes. Das ist nicht Ungor. Ja. Vor allem... Ah, der hat, glaube ich, die beruhigende Hose. So draußen schlafen? Ja. Ich habe Idee für euch. Aber zuerst Milchsemmel für Fimion. Milchsemmel für Fimion. Idee für euch. Milchsemmel! Milch! Oh Gott, ey, der ist ja... Weiß nicht, ist der besoffen oder so? Na gut, hier, nehmt diese Milchsemmel. Milchsemmel für Fimion. Macht Bauch glücklich. Antwort für euch, Problem gelöst. Ungor sagt, er nicht verrückt, aber er ist. Er sagt, er geht weg, weit weg. Euer Freund dort schlafen, wenn Ungor geht. Aber Fimion glauben, Ungor nicht wirklich geht. Macht, dass Ungor schneller geht. Geht nicht ohne seine Glückstrauben. Kann die nicht essen. Habe probiert, ihm zurückgeben. Wenn immer noch nicht geht, machen Ungor knusprig mit Feuerzauber. Dann glasieren. Dann aufessen wie riesige Milchsemmel. Milchsemmel! Alter, das ist so genial. Jetzt habe ich mir halt eine Milchsemmel gegeben und Glastrauben hinzugefügt. Ach, vielleicht muss ich ihm das sogar geben. Es ist nämlich die Quest aktualisiert worden. Alter, ich frage mich ja auch immer, dass diese Synchronsprecher, die sich dann ist total bescheuert vorgekommen sind, dass sie den so jemanden synchronisiert haben. So, und was ist mit der beruhigenden Hose? Fimion Hunger. Will Milchsemmel. Fimion mag Hose, liebt Milchsemmel. Na gut, ich hab ne Milchsemmel für euch. Milchsemmel gut. Fimion gibt Hose. Habt ihr Kuchen? Äpfel? Fimion Hunger. So, Milchsemmel entfernt und... Ja, beruhigende Hose zum Inventar hinzugefügt. Und sehen wir, jetzt läuft er ohne Hose rum. So, Quest aktualisiert, ich hab die beruhigende Hose gefunden. Aber ich glaube, ich kümmere mich jetzt trotzdem erstmal um diesen Ungor. So, wo war denn der Typ nochmal? Wo war denn der nochmal? Der war jetzt, glaube ich, irgendwo da bei dem anderen Questfall, nehme ich mal an. Des Warngotts Segen sei mit. Ja, natürlich. Gnaden. So, das ist ja Fanrien selber. Wo ist denn der? Ach, da hinten in der Ecke vielleicht. Das kann er ja eigentlich nur sein. Ich glaube, der schläft aber hier oben bei der Treppe. Hm? So. Ja, das ist Ungor. Das ist er. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe eure Glückstrauben. Danach habe ich gesucht. Ich dachte, Fimion habe sie gestohlen, um sie zu essen. Aber ich konnte es nie beweisen. Danke, dass ihr sie mir zurückgebt. So, Glastrauben habe ich jetzt entfernt. Und Betten tauschen. Naja, das klingt suspekt. Aber ich hoffe, ich kann euch trauen. Ich werde das noch bereuen, aber... Egal. Sicher, gut. Ich habe es satt, draußen zu schlafen. Sagt ihm, er kann in meinem Bett schlafen und ich in seinem. So, Quest aktualisiert. Na bitte, es geht doch. Leb wohl.
Wiedersehen. Also theoretisch hätte ich Ungar aber, glaube ich, auch wirklich umbringen können. Dann wäre das halt ein bisschen anders abgelaufen. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich will keinen killen. Vor allem kommt hier gerade eine goldene heilige Wache an. Also wenn die das jetzt gesehen hätte, hätte ich sowieso Ärger bekommen. Es ist mir lieber, wenn ich das so löse. Und, aber, was tue ich mir noch weh, wenn ich die Treppe runterspringe? So, Fanrien! Habt ihr draußen einen sicheren Schlafplatz für mich gefunden? Ja, hab ich. Habt ihr einen Schlafplatz für mich gefunden? Draußen unter den Sternen, die zu klein sind, um auf mich zu fallen und mir weh zu tun? Sehr gut, sehr gut. Erzählt mir mehr. Ja, tauscht den Schlafplatz mit Ungur. Wirklich? Und das ist ein sicherer Platz? Nicht am Fuß einer hohen Wand? Das ist eine großartige Idee. Das klingt perfekt. Na, ich nehme an, wenn er keine Angst davor hat, dass die Mauern über ihm zusammenstürzen, dann macht es ihm auch nichts aus, wenn sie es tatsächlich tun. Man kann nicht alle retten, oder? Und was ist mit meiner Belohnung? Oh ja, entschuldigt, aber was kann ich euch geben? Oh, hier, nehmt diese Schriftrolle. Ich wollte sie verwenden, falls die Mauern über mir zusammenbrechen und ich verschüttet würde. Aber ich brauche sie nicht mehr. So, Quest beendet. Und Ausbruch der Macht zu eurem Inventar hinzugefügt. Aha, okay, kennst du noch Gerüchte? Vielleicht kann der Herrscher von Dementia all diese Mauern reparieren, die ständig auf uns einzustürzen drohen. Ja, vielleicht, vielleicht doch nicht. So, lebt wohl. Wiedersehen. Also, was kann denn diese Schriftrolle jetzt bitte? Ausbruch der Macht. Wow. Festigen Stärke 100 Punkte für 5 Sekunden auf sich selbst, ebenso auch die Konstitution und Schild 100% für 5 Sekunden auf sich selbst. Wow, das ist aber eine krasse Spruchrolle, also die werde ich mir aber für den allerübelsten Notfall aufheben, falls ich das überhaupt jemals einsetzen würde, ich weiß ja nicht so genau. So, da kann ich ja eigentlich gleich weitermachen mit dem aufkommenden Sturm, ich habe die beruhigende Hose gefunden. Aber wo finde ich das andere Zeug? Ich glaube, dieses Amulett, das war sogar in irgendeiner Ruine zu finden. Und was war das jetzt noch? Ich glaube, irgend so ein Ring oder keine Ahnung. Irgendwas war ja da noch so. Und oh, jetzt wartet mal kurz. Ich muss mal warten, bis es wieder Tag wird, weil das geht mir gerade ein bisschen auf den Nerven, wenn es so dunkel ist. So, toll. Jetzt regnet es schon wieder. Na egal, jetzt habe ich aber wenigstens wieder meinen erhabenen Morgenzahn. So, ich glaube, Adjuster, wo war die eigentlich? Im Kuriositätenmuseum? Aber da kann ich auch mal reinschauen. Ich glaube, da war ich eh noch nie drin. Ja, das ist jemand anderes. Das ist Una Armina. Willkommen im Kuriositätenmuseum. Sagt Bescheid, wenn ich euch die Ausstellungsstücke zeigen soll. So, kennst du Gerüchte? Wen die Grummets anbeten? Sheogorath behaupten manche, aber ich bin mir nicht sicher. Na, da bin ich mir nicht so irgendwie, naja, Kuriositäten. Ich suche immer nach neuen Kuriositäten für meine Sammlung. Bringt mir alles, was außergewöhnlich ist. Bizarr, seltsam, beunruhigend. Ich zahle einen symbolischen Finderlohn, aber die wahre Belohnung ist euer Beitrag für die Nachwelt. Habt ihr etwas, das ihr dem Museum vermachen möchtet? Genau, ich habe hier mal diesen Hundszahnschlüssel gefunden. Ich glaube, der öffnet noch nicht mal irgendwas und vor allem kann ich ihr den anbieten. Was für eine perfekte kleine Kuriosität. Gerade seltsam genug, dass man sich denkt, aber nicht so seltsam, dass es ein Wunder oder ein Omen wäre. Danke. So, Quest hinzugefügt, das Kuriositätenmuseum. Und 120 Gold habe ich gerade dafür bekommen. Ja, und der Hundszahnschlüssel wurde entfernt. Alles klar. So, Uschna, Groschat, Blödel. Ich hätte gern einen von Uschnas alten Hunden für mein Museum. Sie sind sehr interessant. Sein neuer Hund kann aber brutal sein. Er hat ihn so abgerichtet, dass er Katzen und andere Wesen angreift, die ihm sein Essen wegnehmen wollen. Ein Khajiit, der versucht, Hundefutter von Uschna zu stehlen, kann einem nur leid tun. Na, irgendwie schon. So, na dann hätte ich gerne so eine Museumsführung. Möchtet ihr eine Führung durchs Museum? Ja, ich hätte gerne eine Führung. Wunderbar, folgt mir und ich zeige euch meine kleine Kuriositätensammlung. So,
Und was jetzt? Seht genau hin und ihr werdet einen kleinen Schädel erkennen. Diese Pygmäen lebten auf den Shivering Isles, bis sie alle von Grummets gefressen wurden. Die armen Dinger. Okay, voll die Leute. Hier ist eine richtige Kuriosität für euch. Der Arm eines der Torwächter. Dieser hier wurde getötet von... ich habe es vergessen. Auf alle Fälle ist dies ein schönes Fundstück. Tja, wenn du meinst, habe ich hier voll der Minischädel drin. Haben wir da oben, haben wir glaube ich auch noch ein paar Sachen. Und hier oben haben wir ein kleines Prachtstück. Der Ring des Verdorrens. Mit ihm kann man gleichzeitig auf dem Wasser laufen und unter Wasser atmen. Skurril, wenn man mal kurz darüber nachdenkt. Ach, die hat diesen Ring. Das ist doch der Ring, den Adjuster braucht. Ich glaube, den musste man sogar stehlen. Hier ist... Also ich glaube, hier ist etwas sehr Kurioses. Aber es scheint verschwunden zu sein. Lasst uns weitergehen. Okay, hier war mal was und das ist nicht mehr da. Wisst ihr, ich komme immer hier herüber und denke, dass hier noch ein Ausstellungsstück sein müsste, aber es ist nie eines da. Ich Dummerchen. Ja, so. Sonst noch irgendwas? In diesen Schaukasten soll eine ganz besondere Kuriosität. Wenn ihr etwas Kurioses findet, bringt es auf alle Fälle vorbei. Vielleicht stelle ich es ja hier aus. Ich könnte schwören, auf dieser Auslage war eine großartige Kuriosität ausgestellt. Na gut, lasst uns weitergehen. Also ich reagiere jetzt nur so, weil es hier nichts gibt. Ja, ich wollte hier etwas ausstellen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Obwohl ich mich genau erinnere, ein Ausstellungsstück vorbereitet zu haben. Ja, ist ja wirklich sehr spannend. Dieser Schaukasten scheint leer zu sein. Seltsam. Ich bin mir sicher, dass gestern... Mein Gedächtnis lässt langsam nach. Was haben wir denn noch? Ich glaube gar nichts mehr. Wart ihr letzte Woche schon mal hier? War da nicht ein Ausstellungsstück in diesem Schaukasten? Nee. Oh je, ich werde wohl langsam senil. Ich glaube ich auch, ich gehe einfach. Ich glaube, das ist nur, wenn man hier mehrere Sachen ausstellen würde, dann würde das natürlich auch ein bisschen anders ablaufen mit dieser Museumsführung. Aber ihr habt gerade gesehen, die hat diesen einen Ring, den Adjuster sucht. Und das Problem ist nur, dass ich den halt stehlen muss, weil anders werde ich den ja leider nicht bekommen. Ihr seht ja, hier wird auch das Kuriositätenmuseum mit einem Questfeld versehen und der Fundgrube ist hier zu Hause, glaube ich. Also besser gesagt, da arbeitet sie. Ich weiß nicht, ob der nicht sogar ein eigenes Haus hier irgendwo hat. So, hier, die Fundgrube. Oder... Doch, das ist sie. Hallöchen. Habt ihr etwas für mich gefunden? Ja, ich habe euch die Hose gebracht. Die Hose, die beruhigende Hose, endlich. Diese Hose ist für mich überlebenswichtig. Wofür braucht ihr diese Hose? Liegt das nicht auf der Hand? Kennt ihr die häufigste Todesursache in Katastrophen? Kennt ihr sie? Es ist Panik. Mich betrifft das aber ganz bestimmt nicht. Ich bin völlig ruhig und gefasst, wenn ich diese Hose anhabe. Bereit zum Handeln. Ich habe jetzt nichts mehr. Gut, aber dann schnell zurück. Es wird bald passieren, ich weiß es. Okay, aber kann ich die nicht irgendwie noch ausruhen, wo ich das andere Zeug finde? Habt ihr etwas? Nö, nichts für euch bisher. Ja. Weiß nicht, überreden? Erzählt weiter. Die hat ja eh schon Stimmung 86. Vielen Dank für diese nette Geste. Stimmung 95, Aufkommen der Sturm, Vorräte. Nee, die sagt einem leider nichts dazu. Tschüss. Na dann tschüss. Dachte, die gibt mir noch irgendwie einen Hinweis, wo ich dieses Amulett wirklich genau finde. Aber den Ring muss ich, soweit ich weiß, glaube ich, wirklich klauen. Ja, hier, Adjuster glaubt, hier, genau. Amulett der Auflösung, Ring des Verdorrens, das sage ich ja. Und der Ring des Verdorrens, der war genau da drin. Den muss ich also wirklich irgendwie stehlen. Aber fragt sich natürlich, wie ich das anstellen soll. Ich meine, die ist ja, glaube ich, die ganze Zeit da drin. Euer Gnaden. Ja, ja. So, Eris Mysteriner, die hat damit jetzt nichts zu tun. Kuriositätsmuseum, aber das hatte hier, glaube ich, scheinbar noch einen zweiten Eingang irgendwo. Oder keine Ahnung, warum hier eine zweite Tür angezeigt wird. Aber im Prinzip ist es auch wurscht. So, sie ist ja die ganze Zeit hier. Schande über euch. Dass ihr Tiegeln mit dem grellen Licht von Mania verdorben habt. Heul doch. Nee, hier oben ist noch was. Hier ist noch so eine Tür. Seht ihr? Hier kommt man auch hin.
Aber ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ach so, dann bin ich hier auf dieser Terrasse. Hier ist einfach so ein Stuhl zum Hinsetzen. So, ich probiere das jetzt mal, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und mich vielleicht reinschleiche, ob sie mich vielleicht dann gar nicht bemerkt. Aber ich könnte mich theoretisch ja auch wieder unsichtbar zaubern. Ich weiß nämlich nicht, ob der jetzt automatisch... Guten Tag! Allerlei Schätze ist voller Tröde. Die automatisch hier hochkommt. Das ist alles, was These Arenet sammelt. Ein Haufen Trödel. Mehr ist es nicht. Wiedersehen. So, ich glaube, die bemerkt mich eh nicht. Wenn ich mich hier jetzt ganz vorsichtig runterschleiche, kann ich probieren, den Ring zu klauen. Weil da dürfte mich halt keiner von beiden sehen. Also das Auge muss dunkel bleiben. Seid gegrüßt, Ritter. Hoffentlich gefällt euch das Museum. So, nee, ich glaube, die kommt... Seht genau hin. Ah, so. Und ihr werdet einen kleinen Schädel erkennen. Diese So, ich habe den Ring des Verdorns gefunden. Hehehe, und sie hat es nicht bemerkt, weil sie von dem Typen gerade abgelenkt wurde. So, dann bringe ich ihr mal ganz schnell auch noch den Ring. Vielleicht erfährt man erst, wenn man die anderen zwei Sachen irgendwie gebracht hat, wo dann dieses Amulett genau war. So, da bin ich wieder. Habt ihr etwas für mich gefunden? Nehmt den Ring. Der Ring des Verdorrens, perfekt! Er tut genau das, was ich brauche. Ein handwerkliches Meisterstück. Aber warum? Es ist sinnlos. Ja, wirklich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich habe jetzt nichts mehr. Gut, aber dann schnell zurück. Es wird bald passieren, ich weiß es. Okay, die verrät mir immer noch nicht genau, wo dieses Amulett ist, aber es kann auch sein, dass mir das auf der Karte... da wird das versteckt. Dann seht mal, da ist nämlich ein Questfall. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach Milcha reise oder zum Moderwald, dann kann ich da hin. Okay. Na gut, Leute, ich werde aber den Part jetzt leider doch wieder beenden müssen, weil sonst überziehe ich wieder und das war beim letzten Part schon der Fall und das will ich jetzt nicht nochmal machen. Dann werde ich das im nächsten Part tun. Dann werde ich dorthin reisen und da ist dann, glaube ich, wirklich irgendeine Ruine, wo ich dann dieses Amulett finden kann. Und wenn ich ihr das dann noch gebracht habe, dann ist die Quest eigentlich auch schon wieder vorbei. Also bis zum nächsten Mal wieder bei Shivering Ice, Leute. Macht's gut und danke fürs Zuschauen.